Der Concorso d'Eleganza Villa d'Este gehört unumstritten zu den exklusivsten Oldtimer-Veranstaltungen der Welt. Hier sieht man die Creme de la Creme der klassischen Automobile. Aber auch Neues gibt es am Comer See zu bestaunen. In diesem Jahr zeigt BMW sein Joker 3.0 CSL Hommage, eine Reminiszenz an das legendäre Sportcoupé der 70er Jahre. Leider wird es nicht in Serie gehen. Neben den vierrädrigen Klassikern, die die Besucher bei schönstem Wetter bestaunen können, gibt es seit 2011 auch einen Motorrad-Concorso. Auch hier findet sich zwischen klassischen Zweirädern ein Concept-Bike, das BMW Concept 101. Wir wollten ja so ein bisschen diese Emotion von großen Highways, von endlosen Weiten und Horizont so ein bisschen darstellen. Dementsprechend war natürlich das Thema Amerika naheliegend. Und in Amerika gibt man ja den Hubraum in Kubik-Inches an. Und 1649 Kubikzentimeter sind 101, also 101 Kubik-Inches. Außerdem ist auch so, dass das Motorrad zum großen Teil in Amerika entstanden ist. Und wir haben ja eine Designtochter, Designworks, in Amerika, in Kalifornien. Und die zufällig auch an dem Highway Number 101 liegt. Und da hat sich eigentlich schön ergeben. Eine Mischung hochwertiger Materialien, Carbon, Aluminium und Holz, gepaart mit BMW-typischer Verarbeitung und neuester Technik, erwarten den Zweirad-Fan. Ob und welche Elemente der Studie in ein Serienbike übernommen werden, steht noch nicht fest. Wohl aber, wo das Concept 101 am besten seinen ganz eigenen Charme entfalten kann. Endlose Highways, tiefstehende Sonne, weiter Horizont, sehr lange, lange Straßen. Amerikanisches Hinterland. Und da sehen Sie jetzt Motorrad mit dieser typical dropping line, also diese abfallende Linie von vorne nach hinten, sehr relaxte Haltung. Sehr cool, cooler Fahrer mit offenem Helm und das Ganze kombiniert mit sehr wertigen Materialien, sehr hochwertig gemacht, sehr schöne Handwerkskunst dabei. Das ist das Concept 101. Und da Motorräder zum Fahren gedacht sind, gibt es gleich noch eine Ausfahrt mit historischen Maschinen und dem neuen Concept Bike. Natürlich auch vorbei an der Jury des Concorso d'Eleganza und wer weiß, vielleicht wird ein auf dem Concept 101 basierendes Motorrad auch als Klassiker einmal hier vorbeirollen.